Hallo Leute und willkommen zu Let's Play MW3 Multiplayer mit dem Patrick und mir, dem Costa. Ja, heute mal eine etwas gediegene Runde Abschluss bestätigt, wollte ich sagen. Ich habe jetzt wieder eine Weile lang keine MW3 mehr gezockt, deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich richtig reinscheißen. Aber richtig gut sein. Das erste Game nach langen Pause ist normalerweise immer voll gut. Ja, sicher, gibt er mir mit der L118A. Gib dir jetzt aber zurück, pass auf. Und die Kurve drauf. Ja, da kennt er das. Ist ein Arschloch oder was? Hast du eigentlich gelernt? Oh, bitch, please, Alter. Ja, auf den drei Arbeiten, wo ich Montag den Zettel noch geschrieben habe, aber sonst nicht. Ich nicht, weil ich keine Arbeiten geschrieben habe. Oh, bist cool. Ja, normal. Ja, wir hatten gerade das Thema, Schule und Nutzen der Schule. Könnt ihr auch mal irgendwie sagen, was ihr davon haltet? Was? Habe ich doch gesagt. Du hast doch Nutzen gesagt, oder? So scheißegal. Verstehen, was ich meine. Echt so. Ja, hau rein. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was in der Schule so beigebracht wird, ob das wirklich einen Nutzen hat oder nicht. Also ich persönlich finde, dass der meiste Dreck, den man da lernt, nicht so relevant ist. Du sprachst aber auch von Mathe. Ja, Mathe ist aber echt, ja. Ich will mal... Schule bringt nichts, das kannst du nicht sagen. Nee, das will ich auch nicht sagen. Aber ich sag mal so, ich finde, dass Schule nicht... Ja, wie soll ich sagen? Ich finde, die schulische Leistung sagt nichts von der Intelligenz einer Person aus. Darüber habe ich einen Wirtschaftssatz schreiben müssen. Genau über dieses Thema. Weil ich finde, wenn man in der Schule einfach zu faul ist, einfach zu lernen oder so, dann ist man einfach schlecht. Ist echt so. Und wenn man halt fleißig ist und was für die Schule macht, dann ist man auch gut. Das ist einfach so. Das ist Fakt und da wird auch niemand was gegen sagen können, das okay, ist einfach so. Der hat an. Ja, da habe ich nämlich einen Deutschlandsatz drüber schreiben müssen. LOL, der kommt halt jumpen um die Ecke und schießt mich kurz ab. Das schaue ich mir jetzt aber an. Der hat an. Wow, Alter, wow. Damn Skills. Wow. Ja, war das deine Granate? Nee, du bist da auch reingelaufen, sagst du? Aber ich habe keinen Damage davon bekommen. Ja, sicher, Alter, kill den, dem Bottox, so, Alter. Das ist für einen Hurensohn eigentlich. Schon wieder. Ja. Oh Gott, Alter, war das schlecht geschossen, ey. Gechotzen! Gechotzen in deinem Schnurze! Alter, leg dich doch hin! Oh, warum legt denn der sich bitte nicht hin, ey? Gerade eben war ich einfach so gut, jetzt verkack ich wieder so, als hätte ich Quickscope jetzt wieder so, ja. Pam, dann Schnauze, du Pisser. Also ich schwöre, ich hab's wieder 2-11 und ohne Witz. Oh, wieder nur ein Assist, ey, das kotzt aber an. LOL! Ah! Ich bin minimal rot. Alter, was ist mit meinem Aim los? Ach, fuck, der kam, der, als ich nachladen wollte. Nice try, guy. Ich will jetzt einmal Quickscope und... Alter, what the fuck, ey, was hab ich bitte für eine Ping? Leute, ich bin letzter auf dem Server, ey. So sieht's nämlich aus, wenn man sich nicht lang genug... Oder wenn man zu große Pausen in MW3 macht oder in Call of Duty generell. Dann nimmt man halt ab mit dem Skill. Ich werde immer besser. Leute, what the fuck, nee, ich muss immer am Ball bleiben, sonst verkacke ich's immer fett. Ich hab so keinen Bock mehr. Alter, was? Der ist geflasht, der Hurensohn. Jetzt hol ich mein MG36 raus, dann zieht's richtig hart auf die Schnauze. Er zieht zwar gar nicht oder so. Nö. Nee. Was ist denn der, ey? Ja, genau, Alter, der frisst drei Schüsse.
und stirbt nicht mit der Magnum, ey. Okay, jetzt raffe ich mich mal auf, ey. Jetzt geht immer gar nicht, dass ich hier... Okay, ich bin nicht mehr letzter, aber... Ja, und in naher Zukunft werden auch mal, Battle kommen. Alter! Ja, hoffentlich. Das haben wir zwar schon seit Ewigkeiten, aber es wird auch so sein. Warum kommen die immer von anderen Seiten, ey? Weißt du, da guckst du mal in eine andere Richtung, dann kommt der direkt von der, ey. Jetzt geht drauf, Alter. Meine Fresse, gehen die auf den Sack gerade. Wir kriegen ihn auf den Sack. Warum stehst denn du nicht auf? Ey, was ist denn das gerade mit meiner Steuerung, Alter? 7:12, ey, Marina, formidabel, ja? Alter, die Waffe wird sich ja gar nicht, Alter. 4:16, Alter. Alter, dieser Aim. Ich verstehe nicht, wie wir so schlecht sein können und gewinnen. Ist echt so. Oh, da campt der da rechts, Alter. Aber warum lädst du jetzt nach? Oh, bist du Mongo-Pete, Alter. Mongo-Pete? Jetzt geht's aber richtig, das ist aber richtig die Sache, Alter. Warum hab ich den nicht getroffen, Alter? What the fuck, ey? Ich geh da jetzt nicht mehr hin. Bullshit, Alter. Oh, bam, Junge. Ey, willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Das schau ich mir jetzt an. Ja, genau, der hat uns alle kurz zerfickt. So sieht's nämlich aus. Was für, wir haben die Führung verloren, Alter. Leute, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Wo ist denn da hin? Hier war gerade einer. Meine Fresse, ey. Oh, lol, ich komm nicht mal zum Abbrechen, Alter. Ein bisschen tot. Ah! Mega Flash, Mega Flash, Mega Flash. Du hast jetzt keinen Bock mehr. Warum? Keine Ahnung. Ja, chill, die Runde machen wir jetzt aber noch zu Ende. Leute, warum lieben denn die unsere Teams? Ja, Alter, da kommen die zwei über den Berg. Komm, Leute, jetzt muss man gewinnen. Bitch, please. Alter, wie der sich so voll spät immer hinlegt, ey. Lass mal über eine Claymore laufen. Ja, genau, der hat Ballistikweste, Alter. Fotze, Alter. Ja! Alter, ich krieg gleich das Kotzen, ey. 12:17. So sieht's nämlich aus, Leute. 8:24, so sieht's nämlich aus. Jetzt sprinte, du Hure. Ja, krieg ich meine Hitmarke erst nach einem halben Jahr. So sieht's nämlich aus. Alter, nach der Runde liefst du, aber ohne Witz, der Host geht gar nicht an. Ja, sicher. Ja, Leute, mal richtig wieder eine richtig geil genoobte Runde. So muss es laufen. Aber ihr könnt ja mal echt mal eure Meinung zu dem Thema am Anfang in die Kommentare schreiben. Lol, okay, das war gar nicht gehackt oder so. Was ihr davon haltet, einfach Schule, Alter, nutzen und so weiter. Das machen wir im nächsten Gameplay, dass es wenigstens auch gut rüberkommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Das meiste, was man in Mathe macht, braucht man nicht. Wenn man nicht irgendwie Ingenieur wird oder so. Aber dann irgendwie mal den Schülern zeigen, wie man eine Steuererklärung oder so macht, das juckt niemanden, ne? Warum sollten die das machen? 3, 2, 1.